Wo ist OneNote? OneNote? Ah, Bidu. Ach, das ist doch so. Es hat jetzt doch nur funktioniert. Ich habe jetzt das Skript für die Neuigkeiten endlich auf dem Handy. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich muss mich als erstes bei ein paar Leuten bedanken, denn mir haben ein paar Leute was von meiner Amazon-Wunschliste zugesendet. Vielen lieben Dank. Darunter waren zum Beispiel solche Kleinteile wie ein Ladekabel fürs Handy oder das Netzteil, denn bei mir verschwinden die komischerweise irgendwie immer. Nun gerne mal hier eine Umfrage dran teilen, ob du auch immer dein Ladekabel suchst. Also ich jetzt zum Glück nicht mehr, weil da jemand so nett war und hat mir das zugesendet. Wirklich vielen lieben Dank. Ich habe euch in der letzten Folge gefragt, also in der letzten Folge Neuigkeiten, ob ihr schon mal diesen Salztrick ausprobiert habt. Das bedeutet, ihr habt Salz auf eine Leimoberfläche gestreut und das Salz hat halt eben verhindert, dass das Brett, was man mit dem anderen verleimen möchte, weggerutscht ist. Ich habe mir gedacht, ich bin mal witzig und schreibe eine unterbewusste Message oben in die Abstimmbox. Hat leider nicht so gut funktioniert, weil das alles ein bisschen verschoben ist. Ihr seht es ja hier. Auf jeden Fall sage ich einfach mal, fanden 40% also 40% von den Leuten, die es abgestimmt haben, den Trick. Eieiei, das halt, heute funktioniert jetzt nicht so gut. Auf jeden Fall haben 250 Leute dafür abgestimmt, okay, sie fanden den Trick doof. Das war ja relativ direkt und unten drunter sollte stehen und... fand den Trick doof. Ist immer ein bisschen blöd, wenn man den eigenen Witz am witzigsten findet, oder? Naja. Ah, das kommt davon, wenn man so seine eigene Art von Humor hat. Naja. Auf jeden Fall habe ich aber auch was Sinnvolles gemacht, so in der letzten Zeit. Und zwar habe ich hier diese schöne Andrückhilfe für die Tischkreissäge gebaut. Das ist eigentlich ganz cool, das Teil. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal benutzt und bin sehr, sehr happy mit dem System. Ihr könnt es einfach sehr, sehr schnell aufbauen, das habt ihr gerade gesehen. Ihr könnt dann euer Holz nehmen, könnt es hier dagegen pressen und könnt das hier festspannen. Das bedarf auch nicht so viel Spannkraft. Also es funktioniert einfach schnell, es ist schnell aufgebaut und was wichtig ist, damit man es benutzt, ist es auch schnell wieder abgebaut. Und genau unter diesem Kommentar habe ich mal wieder gemerkt, also unter dem Video, dass da so eine coole Community da draußen ist. Ihr habt so, so nette Kommentare geschrieben. Also da geht erstmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an viele, viele Menschen da draußen raus. Und zwar genau an dich. Vielen lieben Dank für deinen wirklich tollen Kommentar. Die sind auch wirklich aufbauend und ich lese die alle. Und ich kann einfach nur sagen, Dankeschön, dass ich das hier mit so coolen Leuten wie euch oder wie dir teilen darf. Dann habe ich aber noch eine Frage bekommen, die auf jeden Fall berechtigt ist. Und zwar wurde ich gefragt, ob hier der Abstand zwischen diesen einzelnen Lamellen oder Andrückfedern groß genug ist. Bei den kaufbaren Varianten sieht man ja, dass da relativ viel Platz ist. Und hier ist es lediglich ein Sägeschnitt an Platz zwischen den einzelnen Andrückfedern. In meinem Fall habe ich gemerkt, es ist perfekt, es funktioniert wirklich sehr gut. Aber ich denke auch, dass es sich sehr stark von Holzsorte zu Holzsorte unterscheidet. Also ich kann dir nur sagen, dass es mit Rubinie, mit dieser... Teilung hier nenne ich sie jetzt einmal mal, auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert. Ihr habt jetzt nicht so viel Federung drin, aber das braucht ihr auch nicht, finde ich. Es funktioniert einfach gut, wie es hier ist. Ob jetzt hier die Abstände größer oder kleiner sind, solltet ihr, wenn ihr so ein Ding nachbaut, vielleicht ausprobieren, wenn euch das interessiert. Aber auf jeden Fall funktioniert das hier sehr gut in meinem Fall. Am Anfang vom Video habt ihr bestimmt schon hier dieses schöne Teil gesehen. Das sollte mal ein schöner Bohrerschrank werden, aber daraus wird leider nichts. Ich werde ja gleich zeigen, warum. Aber als erstes zeige ich dir mal kurz hier dieses Teil. Wie gesagt, das sollte ein Bohrerschrank werden. Da sollte hier vorne dran, sollte eine Doppeltüre sein. Und das alles sollte schön aus massivem Holz sein. Und es ist einfach ein bisschen ein anderes Design, wie die meisten Bohrerschränke, die man hier auf YouTube sieht. Ich mache gerne mit Holz. Ich arbeite sehr gerne mit Holz. Und aus dem Grund habe ich mich auch beim Bohrerschrank eigentlich dafür entschieden, Massivholz zu verwenden. Aber so beim Bau ist mir aufgefallen, dass das komplette System jetzt hier in der Werkstatt nicht viel bringt. Ich zeige dir mal, worum es geht. Es hat was mit Platz zu tun. Der Bohrerschrank sollte eigentlich hierher an die Wand kommen. Das, was an der Wand hängt, ist kein großes Problem. Das kann man ja einfach abhängen. Aber das größere Problem ist so das Offensichtlichere. Das ist hier diese Bandsäge. Manchmal sieht man auch quasi den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wer kennt das Sprichwort? Das Problem ist einfach, dass ich die Bandsäge hier wegräumen könnte. Dann könnte ich den Bohrerschrank auch hier hinhängen. Aber wenn der Bohrerschrank dort hängen würde, dann könnte ich halt eben die Bandsäge dort nicht stehen lassen. Und da, wo sie jetzt steht, steht sie einfach sehr, sehr gut. Die stört mich, wenn ich mit anderen Maschinen arbeite. Und ich kann sie dort auch wirklich uneingeschränkt, sage ich mal, benutzen. Aber wenn ich den Bohrerschrank dort hinhänge, muss die Bandsäge woanders hin. Aber hier findet sich kein toller Platz, wo ich zufrieden damit bin.
Ich könnte da jetzt noch viele, viele weitere Punkte reinschmeißen ins Video, aber ich will auch nicht so viel labern. Das macht euch bestimmt auch ein gutes Stück glücklicher. Ich werde das Möbelstück jetzt wahrscheinlich hier für die Wand anfertigen und werde einfach ein paar Zwischenböden reinmachen und vorne eine kleine Glastüre, damit keine Drechselspäne reinfallen. Denn ich werde es wahrscheinlich benutzen, um Zubehör von der Drechselbank zu bewahren, und da muss auf jeden Fall eine Klappe dran. Und jetzt ist die Frage an dich. Möchtest du, dass ich das Video trotzdem bringe, den Bohrerschrank, der dann später als normalen Aufhängeschrank umfunktioniert wurde? Oder sagst du, nee, komm, wenn es aus dem Bohrerschrank schon nichts geworden ist, dann lass das komplette Projekt sein. Ich werde es auf jeden Fall fertig bauen, denn dafür ist es schon zu schön geworden, sage ich mal. Es wird halt kein Bohrerschrank. Da werde ich mal vielleicht was anderes überlegen, aber nimm mal an der Umfrage dran teil. Selbstgedrechselte Stifte. Darum ging es in der letzten Woche ebenfalls. Ich habe am Schluss von diesem Stiftedrechsel-Video noch den Stift einmal mit einer Polierscheibe poliert, damit das einfach noch ein bisschen edler war, dass man die Oberfläche aufpoliert hat. Da habe ich hier so ein Bohrfutter benutzt, und das ist ein reines MK2-Bohrfutter. MK2 ist einfach der Name von diesem Aufnahmesystem hier. Morsekegel 2, im Englischen MT2. Es gibt auch MK1, MK3 und so weiter und so fort. Auf jeden Fall habe ich damit die Polierscheibe aufgespannt. Da wurde ich einfach gefragt. Da wurde ich gefragt, ob dieses Bohrfutter einfach mit dem MK2-Futter hier gehalten hat oder ob ich es noch anders festgespannt habe. Und nein, ja, ich habe es einfach nur in die Aufnahme rein geschlagen quasi von Hand, und das reicht dann in der Regel. Was mir schon passiert ist, ich zeige es hier an der Maschine, mir ist es tatsächlich schon passiert, dass dann während dem Drechseln das Bohrfutter ein bisschen rausgekommen ist, aber das passiert dann nicht schlagartig und es fliegt nicht weg. Es rutscht lediglich so ein kleines Stückchen aus der Pinole dann raus. Aber was ihr tun könnt, wenn ihr das Ganze einbaut, wenn ihr so ein bisschen auf Nummer sicher gehen möchtet, ihr könnt quasi dieses Bohrfutter einmal mit eurem Reitstock ein bisschen noch reindrücken. Macht das mit ein bisschen Gefühl, macht hier einfach die Spitze runter, dass ihr euch da nicht zerdrückt, und drückt dann einfach mit einem Stück Holz, was ihr unterlegt, noch ein bisschen so ins Bohrfutter. Dann habt ihr auch einen schönen gleichmäßigen Druck aufgebaut, und so sollte das MK2 Bohrfutter oder halt hier die Mitnehmerspitze, ganz egal, eigentlich ganz gut halten. Dann hat der Marc mir noch was geschrieben zum Thema Schärfverrichtung, und da habe ich schon angefangen, an meinem neuen Schärfsystem zu arbeiten, und ich sag mal, das hier ist so die Grundausstattung von dem Schärfsystem. Ich benutze ja schon eine längere Zeit hier diese Nassschleifmaschine, und da ist auch eigentlich gar nichts dagegen einzuwenden, aber das Zugehör, was man hier dann braucht teilweise zum Drechseln, ist einfach megamäßig teuer. Ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel. Hier diese Vorrichtung, um Röhren zu schärfen, die hat schon 80 Euro gekostet, und ich habe mir die Sachen selbst gekauft. Bis auf die Maschine, die habe ich damals zugesendet bekommen. Aber dann hier das ganze Zubehör, wie zum Beispiel die Polierscheibe hier oder so ganz, ganz viel Kleinzeug, das habe ich mir selbst gekauft. Und unterm Strich ist so eine Maschine relativ teuer mit dem ganzen Zubehör. Ich will die Maschine nicht schlecht reden. Wenn ihr mit der Maschine auch Messer schleifen möchtet, dann würde ich euch auf jeden Fall eine Nassschleifmaschine empfehlen. Also so würde ich es halt machen, denn auf einem Nassschleifsystem kann man dann einfach mal ein Küchenmesser frei Hand holen, kann die Schneide neu machen. Geht beim Doppelschleifer zwar auch, aber da ist es halt nicht so schön. Beim Nassschleifer würde ich mal behaupten, geht es einfacher. Aber wenn ihr rein Drechseleisen schärfen möchtet, dann reicht quasi hier so ein Doppelschleifer und ein paar gute Steine und die Vorrichtung, die ich dann in dem Video dann zeigen werde. Mit denen könnt ihr es halt einfach günstiger machen, und ich sag mal noch nicht so viel. Es wird sehr, sehr gut für die sein, die halt eben Drechseleisen schärfen möchten. Damit könnt ihr dann alles machen und ihr müsst halt nicht so krass viel Geld ausgeben. Philipp, geh mal vorne an die Tür, der DPD muss gleich kommen. Und da ist auch gerade der Lack angekommen für dieses Projekt. Ich benutze Hammerschlag-Lack dunkelgrün. Könnte ganz cool werden. Jetzt kommen wir mal zur kurzen Erklärung von der heutigen Folge Neuigkeiten. Was ist mir bis dato hier in der Werkstatt an Unfällen so passiert oder einfach vorgekommen? Wir fangen mit dem ersten Punkt an, und ich werde dann zum jeweiligen Punkt auch vielleicht was dazu sagen, was ich wirklich daraus gelernt habe, was ich wirklich seit Jahren dann an Vorteil beibehalten habe oder einfach als Learning, sagt man doch heute, oder? Ich habe mal vor Jahren, das ist schon sehr, sehr lange her, an meiner Berland-Drechselbank was gedrechselt. Das war ein Baseballschläger, es gab davon auch schon Videos. Und du siehst ja auch im Hintergrund, da habe ich einen Baseballschläger gedrechselt, habe es rund gedrechselt und bin mit meinem linken Arm viel zu weit zum Holz gekommen. Das bedeutet, dass ich irgendwann mit meinem Arm sogar so ein bisschen gegen das Holz gekommen bin. Die Messauflage war sehr knapp am Holz dran.
Meine Haut hat sich so, oder mein Arm hat sich zwischen Holz und Messerauflage verfangen und ich wurde da reingezogen. Glücklicherweise war die Maschine nicht so stark, der Keilriemen nicht so stark gespannt. Das bedeutet, die Haut wurde so ein bisschen reingezogen, wurde dann so ein bisschen, sag ich mal, abgeschliffen. Und dann ist die Maschine aber auch schon zum Stehen gekommen. War natürlich mein Glück, ne? Da denke ich tatsächlich fast jedes Mal dran, wenn ich drechsel. Ich denke jedes Mal dran, okay, pass auf, wo du mit den Fingern hinkommst. Denn wenn du dran kommst oder je nachdem, wo die Messerauflage steht, kannst du reingezogen werden. Das merke ich ganz speziell, wenn er Späne von der Messerauflage wegholt. Das geht richtig schnell, dass man mit den Fingern irgendwo hängen bleibt und dann reingezogen wird. Also sehe ich ehrlich gesagt mittlerweile als Vorteil, dass mir das damals passiert ist. Denn bei jedem Drechselgang oder bei jedem Mal drechseln muss ich genau daran denken. Und es ist halt wie auf die Herdplatte greifen, es bringt was und man tut es im besten Fall kein zweites Mal. Das nächste Learning, was ich quasi habe, war noch vor meiner Zeit vor YouTube. Da haben wir gerade hier diese Werkstatt umgebaut. Das bedeutet, ich war so 14, 15, glaube ich. Und da hatten wir so eine Einhell-Tischkreissäge. Da habe ich so angefangen mit der Tischkreissäge zu arbeiten, beziehungsweise ich habe es einfach erlaubt bekommen, habe dann am Anfang unter Aufsicht so ein bisschen geschnitten und irgendwann dann auch alleine. Dann hatte ich ein relativ kleines Sägeblatt drauf, weil das scharfer, alle anderen Sägeblätter waren relativ stumpf. Ich hatte mit 14 kein Geld für ein Kreissägeblatt und ich hatte auch keine Bandsäge, aber ich habe schon gedrechselt. Das habe ich schon relativ lange oder relativ früh angefangen. Das bedeutet, ich habe an der Tischkreissäge manchmal Rohlinge zugeschnitten. Macht das nicht, das ist klar, aber damals war ich jung und habe da Dinge gemacht, die nicht so schlau waren. Wie wahrscheinlich jeder von uns, oder? Auf jeden Fall war erstmal der erste Fehler, da war viel zu viel Platz zwischen Spaltkeil und Kreissägeblatt. Mega gefährlich, muss man wirklich aufpassen, wenn da was dazwischen kommt, hat man quasi noch eine Führung, dass es einem voll in die 12 fliegt. In meinem Fall ist es halt so passiert, ich habe das Stück Holz geschnitten, freihändig, und es hat sich verkeilt und mir ist das Stück Holz dann entgegengekommen, was halt verursacht hat, dass ich mir so den Daumen verstaucht habe. Es hat echt so 4-5 Tage wehgetan, ich konnte den Daumen dann nicht mehr wirklich benutzen, aber ich habe auch da gelernt, ey, wenn diese günstige Tischkreissäge, die gar nicht so viel Power hat, mich schon so krass wehtun kann, wenn die Holzstücke nach hinten fliegen, dann muss ich erst recht aufpassen, wenn ich hier die größeren Maschinen benutze. Denke ich auch tatsächlich relativ oft dran, wenn ich hier an der Tischkreissäge was arbeite. Man arbeitet ein bisschen anders, wenn man einmal so ein bisschen die Negativerfahrung gemacht hat. Jetzt würde ich mal gerne wissen, was du dazu sagst, was dir schon passiert ist und inwiefern das dein Arbeiten so nach dem Unfall, nach dem Geschehnis verändert hat. Jetzt kommen wir zum dritten und letzten Unfall. Das habe ich auch wieder auf Video. Wenn ihr euch das nicht anschauen könnt, klickt am besten 2 Minuten vor. Da habe ich einen Schreibtisch gebaut. Das ist ein Video auf meinem Kanal und es ist auch nicht neu, es ist aber auch nicht mega alt. Man kann sich's anschauen, das meine ich damit, dass die Videoqualität nicht wie die Frontkamera eines ganz alten Handys. Diese Vergleiche. Egal, ich habe einen Schreibtisch gebaut aus einer alten Hobelbank und da war ein Gestell drunter. Und das Gestell wollte ich mit der Flex abschneiden, damit es einfach tiefer ist. Denn wenn man in so einer normalen Hobelbank arbeitet, ist die ja relativ hoch, dass man im Stehen einfach dran arbeiten kann. Aber ein Schreibtisch, der muss ein bisschen niedriger sein. Und weil ich alleine war und weil ich das Video fertig bekommen wollte, weil ich einfach das Projekt fertig bekommen wollte und ich das dann jetzt fertig bekommen wollte, ich die Platte alleine aber nicht runterheben konnte, weil ich glaube 100 Kilo wiegt, habe ich mir überlegt, komm, ich schneide das einfach so, wie es jetzt steht, unten ab. Ich boxe einfach ein Stück hoch. Da ist mir halt das Dumme passiert, dass ich die Flex angesetzt habe, die hat gelaufen und ich greife halt wegen Unachtsamkeit ins Blatt rein. Erster Punkt, klar, man sollte eine Flex nicht ohne Schutz benutzen, aber ich denke, der größere Fehler war auch so ein bisschen, dass ich keine Handschuhe anhatte, sollte man beim Flexen auf jeden Fall haben. Das hier soll keine Sicherheitsbelehrung sein, braucht ihr mir auch keine geben, soll einfach so eine Erfahrung sein, die ich gesammelt habe. Nachdem ich mir dann hier in die Hände geschnitten habe, habe ich sowas Weißes gesehen. Ich dachte, das wären Knochen, das war aber falsch, das waren die Sehnen. Da hatte ich echt noch Glück gehabt, dass ich die Sehnen nicht durchgefeuert hatte. Auf jeden Fall habe ich gedacht, das reicht, wenn man Pflaster drauf macht. Dann bin ich mit der Kreidler Florette, die übrigens auch Schaltung hat, das heißt, ich musste mit dem alten Finger so ein bisschen schalten, bin ich zum Hausarzt gefahren. Ich habe gedacht, der kann das dann machen. Der hatte zu und dann wurde ich halt schlussendlich doch ins Krankenhaus vom Kollegen gefahren und da war der eine Vorarzt ein bisschen erschrocken, als ich gefragt habe, ja, das ist ja nicht so schlimm, dachte ich.
Er so, nein, das muss genäht werden und gereinigt werden. Und dann habe ich gesagt, ja, wird das jetzt hier gemacht? Er so, nein, um Gottes Willen, dann müssen Sie für in den OP. Und ich fand, wir haben ein bisschen übertrieben. Ja. Auf jeden Fall hab ich das dann genäht bekommen. Das war nicht wild, 2 Stiche. Und dann war es auch nach einer Woche eigentlich schon wieder gut. Wie gesagt, das sind so die Unfälle, die mir bis dahin in der Werkstatt passiert sind. Ein Ding ist mir noch passiert, das war richtig eklig. Da habe ich so ein Holzrad angedreht von meiner selbstgebauten Bandsäge. Ich packe euch mal einen Link oben rechts in die Beschreibung. Ist ziemlich krass, das Teil. Was da ein bisschen unklug war, einfach, dass ich es angedreht habe und bin dann mit meinem Finger über die Maserung schnell gelaufen und habe mir dann einmal einen Splitter komplett unter den Fingernagel geschossen. Das war so mit am ekligsten, was mir bis dato passiert ist. Aber zum Glück, toi toi toi, ist mir ansonsten nichts Schlimmes passiert in der Werkstatt. Was ist dir passiert? Schreib mir es gerne in die Kommentare und schreib gerne so dein Learning, was du daraus gelernt hast, was du anderen empfiehlst, auch in die Kommentare. Da hat schon jeder was dann davon. Das soll es auf jeden Fall für die Neuigkeiten heute gewesen sein. Ich werde in Zukunft so ein bisschen probieren, in manchen Wochen dann 3 Videos in der Woche zu bringen. Das werde ich jetzt mal so teilweise testweise ausprobieren und vielleicht freut es ja den einen oder anderen, wenn dann ein Video in der Woche mehr erscheint. Auf jeden Fall soll es das mit den Neuigkeiten für heute gewesen sein. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Bye, bye.